Hi. Es ist eine Weile her. Für euch nicht, weil jeden Tag kommt ein Video. Für mich schon. Ich probiere heute was aus. Das ist definitiv kein neuer Trend, glaube ich, im Kochuniversum. Aber ich dachte mir, let's try, einfach mal ein paar Sachen zu pimpen. Momentan ist ja die Zeit von, hoffentlich nicht bei vielen, aber bei ein paar sicherlich, von so Dosengeschichten. Und ich dachte mir, Fertiggerichte und Dosen auch unter anderem, da kann man ja bei vielen Sachen schon einiges draus machen und habe mir jetzt selber ein paar Rezepte rausgeschrieben, mich von ein paar Sachen inspirieren lassen und probiere da nochmal ein bisschen umzuändern oder anzupassen und wollte einfach mit ein paar vielleicht Sachen, die man zu Hause hat oder mit einkaufen kann, die Sachen hier ein bisschen pimpen, vielleicht auch so ein bisschen dress to impress, ne? Wenn die Eltern vorbeikommen oder so und ihr dann doch irgendwie nur Dosen zu Hause habt und es muss irgendwie schnell gehen. Deswegen heute ein kleiner Pimp von Dosenravioli in Tomatensauce zu einem kleinen Dosenravioli oder Ravioli-Auflauf. Ich habe hier eine kleine Form, keine Ahnung, wer sowas besitzt. Ich kann mich nicht erinnern, solche Sachen. Ich bin mir sicher, es kommt irgendwie von meinen Eltern. Kennt ihr das, wenn die so einmal so Sachen... Das sieht auch eher aus wie so ein Deckel für irgendwas. Also hier oben, anstatt eher für so eine... als so eine normale Ravioli-Geschichte. Das hier muss man, glaube ich, nur öffnen und dann 4 Minuten, also warm machen eigentlich nur. Was ich daraus machen werde, ist halt, wie gesagt, ein kleiner Auflauf. Ich werde noch ein bisschen Tomaten reinmachen. Ich werde noch einen kleinen Kick dazu geben mit einer Bratwurst oder Bratwurststückchen. Dann das Ganze überbacken mit Käse und da rein kommt natürlich auch noch eine kleine Lauchzwiebel, weil das peppt alles immer auf. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los und probieren jetzt den Turn-Up Real zu halten. Keine Ahnung, ich weiß nicht ganz genau wie. Keine Ahnung, nicht fragen einfach. Den Turn-Up Real, keine Ahnung. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne mal eure Ideen in die Kommentare. Ich teste das natürlich auch liebend gerne aus. Und dann, ja, sehen wir uns sofort jetzt in dem Zubereitungsprozess. Alrighty. Let's Dosen. Habe ich einen Dosenöffner? Das wäre jetzt der Wackste. Ansonsten haben wir ein Problem, glaube ich. Das ist Schritt 1. Ansonsten gibt es gleich ein Tutorial, how to Dose öffnen, wenn kein Dosenöffner. Doch. Oh. Aber die klappen nie. Kennt ihr das? Das klappt einfach nie. Dann mache ich das so, wie ich immer mit den Dingern Dosen geöffnet habe. Und zwar immer wieder da reinpieken. Ich habe, glaube ich, eine Dose in meiner Lebzeit noch nie mit so einem Ding vernünftig geöffnet, weil die immer irgendwie, ich kaufe die und ich kann, also das ist ein Skillset, da bin ich ganz ehrlich, das kann ich einfach nicht, ne? Gibt, also ihr seht es an dem Koch-Content, der sonst kommt, alles kann ich, ne? Aber das kann ich nicht, ne? 2000 years later. Das hat ja einfach funktioniert, wie kriege ich das jetzt heraus? Ah! Ah, gar kein Problem für ihn. Wir haben die jetzt, ich stelle mal kurz die Auflaufform nach da, weil eigentlich wird ja nur überbacken für den Auflauf noch. Ansonsten sind die Sachen jetzt sehr, müsste sehr easy sein. Also, das da, da haben wir die schon mal ready. Das machen wir mal an und lassen mal ein bisschen aufköcheln. So, in der Zwischenzeit machen wir mal alles ready, was wir dafür brauchen. Zum einen eine Lauchi. Die würde ich kurz mal abdüschen. Eine gute Lauchi. Und dann. Ist auch schön. Die übliche Schnellschneide-Variante, die ich hier natürlich explizit beherrsche. So, Lauchis würde ich einfach mit reinmachen, weil wenn es warm köchelt, dann gibt es bestimmt ein bisschen was ab. Und da ist ja eh noch ein bisschen Soße noch drin. Und in die knallert das dann schön rein. Ich bin ja einfach bei sowas eher Fan von einer Lauchi, weil Lauchi mal ganz vernünftig aussieht, muss ich sagen. Dann habe ich noch kleine Cherry-Tomaten geholt, weil es eine Tomatensauce und immer der Soße, wenn die fertig verarbeitet ist, noch ein bisschen das Grundprodukt hergeben, wo es denn mal hergekommen ist. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wisst ihr, was ich meine? Also Tomatensauce, Tomate, vielleicht in eine fertige Kartoffelsuppe noch mal ein bisschen Kartoffel. Einfach so aufgeköchelt. Who knows? Ich mache jetzt mal ein paar kleine Cherry-Tomaten-Stückchen einfach da rein. Cherry-Tomätchen brauche ich mit rein, weil wenn man immer, ich habe irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht, kennt ihr das so? Ich nenne das immer den Orangensaft-Vergleich. Fertiger Orangensaft ist so ohne alles und immer geiler oder frisch wirkender Orangensaft ist meistens mit so Fruchtfleisch, dass man immer noch so ein bisschen was so vom Ursprung drin hat. Ansonsten wirkt es immer wie so eine Ahoi-Brause-Fertigmischung, wenn man nicht so das eigentliche Produkt, aus dem es gemacht wurde, noch ein bisschen drin hatte. Das hier ist ja jetzt, weil es eine Fertigsoße ist, ne, und auch aus so einem Fertigprodukt, da ist ja kein Stück Tomate drin. So,
So, und selbst ich als nicht großer Tomaten-Fan mache jetzt hier halt kleine Stückchen Tomate rein, einfach nur ein bisschen Biss zu bekommen und einfach nur ein bisschen Frische drin zu haben. So, falls jemand nachmachen möchte, ich habe eine 500 Gramm Dose, kann man natürlich auch alles beliebig austauschen, geht natürlich bestimmt auch alles wieder in Veggie, gibt ja inzwischen genügend Veggie-Alternativen, auch zu einer Bratwurst oder halt zurück. Aber im Prinzip ist es halt eigentlich auch ein Festival-Auflauf, ne? Also Bratwurst kennt man von Festivals, wird ja oft gegrillt, Dosen kennt man von Festivals. Wir rühren mal kurz ein bisschen hoch, das scheint ein bisschen zu warm zu sein. Ansonsten muss ich sagen, ich probiere es jetzt gleich mal, also nur die Soße, die da drin ist. Ich finde ja so Fertigsoßen voll oft flach. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich bin ja sowieso, das ist mein größtes Problem, glaube ich, dass ich es so überwürzt esse immer mal wieder gerne. Deswegen würde ich hier aber einfach nochmal einen Kick reinmachen, einfach so ein bisschen scharf. Ich glaube, könnte ganz geil sein. Wisst ihr, was ich meine? Ganze Tomätchen sind jetzt drin. So auf mittlerer Hitze, sagt man ja. Die gute mittlere Hitze. Wir können jetzt natürlich auf die kleine Form nicht alles benutzen, aber ein bisschen Öl, ein bisschen Hitze. Und dann würde ich hier mal zwei Bratwürste einfach mal dazu geben. Man kann es natürlich auch in eine größere Auflaufform machen. Aber es ist für mich jetzt auch viel auf der Kette, weil ich hatte noch kein Frühstück. Und das hier ist schon legit mein Frühstück. Deswegen möchte ich es selber natürlich auch ganz geil haben. Habe ich eine Zange oder sowas? Auch nicht. Ah, Drama einfach nur hier. Einmal, zweimal. Aber geht doch flott, die Karotti. Sag mir doch mal niemand was dagegen jetzt. It has been wursted. So, ich nehme einfach eine gelbe. Dazu die Tage ein Video gesehen. Ich glaube, Papa Platte war es, so ein Reaction-Video. Hier das Ding. Das ist normalerweise bei so Pfannen und so immer für so die Kochlöffel. Also so ein Holzlöffel, wisst ihr? Also man kann es auch aufhängen, aber man kann das auch da reinmachen. Fand ich fantastisch. Das ist jetzt kein Kochlöffel. Soße. Es funktioniert, ihr seht. Soße. Ja, mega. Mega flach. Schmeckt halt so wie das Nötigste, ne? Höchstwahrscheinlich auch mit Gewürzen, weiß ich jetzt nicht, bestimmt für die Haltedauer. Ihr merkt, ich bin ein Pfefferkick-Mensch. Was ich geil finde generell, ist so Chili-Salz-Geschichten. Ich denke, das ist viel, aber es schmeckt wirklich nach gar nichts. Ja, ich weiß, erste Anzeichen von Corona, ist keine Geschmacksgeschichten. Aber ey, sind wir mal ganz ehrlich, wer hat schon mal diese Fertigdinger gegessen? Es ist schon wenig Geschmack drin. So, zack. Zack, und nochmal. Drehen und wenden, ihr kennt's. Das für den Anfang. Ich würde dazu machen noch Sachen, die man immer im Haus haben sollte. Wenn nicht, shame on you. Die üblichen Verdächtigen. Nochmal Chiliflocken. Paprika scharf, edelsüß. Jede rote Soße. Oh Gott, das war ein bisschen viel vielleicht. Knoblauch. Habe ich jetzt, kann man auch fertigen Knoblauch mal kurz anbraten, reinmachen. Ich mache jetzt Knoblauchpulver, einfach weil es schnell gehen muss. Sachen, die vielleicht jeder da hat. So, Paprika scharf, let's go. Nice. Paprika edelsüß. Let's go. Leer fast. Shame on me. Nochmal eine extra Pulvergewürzbombe. Jetzt nochmal den Soßenkicker. Salz einfach generell. Hatte jetzt schon verhältnismäßig viel Salz drin, aber es fehlt noch ein Salz. Ist nicht ultra viel, aber ein bisschen nachwürzen und Luft nach oben darf natürlich auch immer mit drin sein. So. Den hier habe ich schon mal an. Ober, unter, überbacken ist so 180, ne? Was geht ab? Das sieht auch gut aus. Dann würde ich sagen, kann man hier gleich ein wenig reinschichten. Dann nehmen wir uns mal ein Kunststoffbrettchen, weil das ist ja Fleisch. Ne? Dann machen wir mal die. Ja, gut, das hat ja fantastisch funktioniert hier. Beim sollte es nicht. Das ist ja schon alles aus. Wirkt zumindest knackig. Bratwürstchen, wie gesagt, ich lerne. Es ist ja jetzt meine zweite Grillsaison erst. Ich mache mal hier die Bratwürstchen zu kleinen Stückchen, hätte ich auch von Anfang an so machen können, dann sind die alle einzeln schon angebraten, aber so geht's auch sicherlich. Kalt würde ich sie jetzt nicht essen, ne? Aber ist ein bisschen orientiert oder beziehungsweise die Idee kam tatsächlich auch von unserem Gnocchi-Auflauf, den wir mal gemacht haben, von einem Zuschauer. Also Grüße gehen raus nochmal an den Kandidaten, der uns dieses Rezept geschickt hat. Das ist wirklich sehr universell auch auf solche Sachen anwendbar. Finde ich ganz gut, muss ich sagen. Und einmal hier. Rollt, aber fast. Aber gerade alles frisch geputzt. Einmal unterrühren die ganze Möhre, dann haben wir es auch gleichmäßig verteilt. Das, was wir uns alle wünschen würden bei einem Döner. Hättet ihr das? Ich hätte nur einen Döner, da habe ich ganz früher Herr Bergmann besucht. Und dann
hat er in der Ecke gewohnt, wo ein Dönerladen war. Und es war der einzige, den ich bis dato gesehen habe. Grüße gehen raus an die Leute, die vielleicht zugucken, die eine Dönerfiliale haben. Ich würde es mir wünschen. Dann haben die wie bei Vapiano, wisst ihr, diese Edelstahlschüsseln. Und dann haben die gesagt, was willst du haben? Und ich gesagt, ja, das hier, Krautsalat, die Soßen, okay. Welches Fleisch, das und das. Und dann haben die Fleisch oben drauf gemacht, alles rein. Haben dann alles durchgemixt. So, also auf einen Döner passend und hatten dann aber kein Fladenbrot, sondern so eine Dönertasche. Und dann haben die das alles in diese Tasche gestopft und alles war halt perfekt vermischt. Also nicht, dass du nur in Fleisch beißt, nur in Salat beißt, nur in Soße beißt und dann immer so ganz weirde Bissen hast, sondern es war alles perfekt so austariert und es war halt in so einer Fladentasche. So, also dass man nur das aufmacht und dann alles da reingetan hat und dann war das so perfekt einfach nur. Also bis heute muss ich sagen, Grüße gehen raus nach Hamburg zu diesem Dönermenschen. Ich weiß es nicht, aber das war perfekt. Also, dann würde ich sagen, geht's mal ans Schichten. Ich habe hier in der Mitte schon diese Auflaufform hingestellt. Ich glaube, ich werde das mal schöpflöffeln. Aber an sich ist es jetzt einfach nur jetzt schon geiler als vorher. Aber ihr wisst, selbst wenn ich nicht der größte Käsi bin, bisschen Käse drüber inzwischen, muss ich auch sagen, ist auch bei mir schon drin. So, bis oben zum Rand. Das ist tatsächlich fast das ganze Ding, ne? Also, ich habe wirklich noch so eine Portion bestimmt hier drin, aber schon ordentlich, muss ich sagen. Und jetzt habt ihr Gratin und Pizzakäse gerieben, man kennt's. Einfach ein bisschen geriebener Käse drüber, haben wir auch irgendwie inzwischen fast die meisten irgendwie zu Hause. Und fix wie nix fühlt man sich nicht mehr wie auf dem Campingplatz, sondern vielleicht wie jemand, der was nett meinte für jemand anderen und eine kleine Freude machen wollte mit einem lustigen kleinen funny Gericht. Muss ja jetzt nicht auch immer alles 15 Gänge sein. It's an amazing idea. Sieht doch okay aus, oder? Und jetzt ab in den Ofen für ein paar Minütchen, bis das ganze Ding überbacken ist. Und dann seht ihr es im Close-Up. So, da sind wir wieder. Ich mache euch jetzt mal ganz kurz eine kleine Aufnahme von nah, damit ihr seht, wie das aussieht hier. Dann seht ihr das hier auch nochmal komplett aus der Sicht von mir. Ich habe es jetzt gerade aus dem Backofen genommen. Ich habe es auf 180 Grad, so 13 Minuten wirklich drin gelassen, bis der Käse so einigermaßen golden war. Und so sieht die ganze Möhre jetzt aus. Und das ist wirklich einfach nur noch straight up richtig geil, muss ich sagen. Puh, also dementsprechend, das hat sehr gut funktioniert, nach wie vor. Ich kann mich nur bedanken bei dem Kollegen, der uns den Gnocchi Currywurst-Auflauf hat machen lassen. Das ist ja die Grundlage dafür. Das ist so einfach und man hat so schnell was Geiles, dass ich dann doch schon ein bisschen irritiert bin. Jetzt kommt natürlich der große Moment. Mach mal einen kleinen Moment draus. Ich weiß nicht, was los ist. Es ist irgendwie so ein Michael Jackson-Ding jetzt geworden. Ich schau mal kurz, ob ich hier sowas rausgewuchtet kriege. Ist natürlich sehr soßig. Hätte man vielleicht auch noch ein bisschen andicken können, um das Ganze noch ein bisschen lasagnenartiger zu machen. Und man legt vielleicht einfach eine Lasagneplatte dazwischen. Das geht ja auch. Dann hast du noch mehr Nudeln, wenn du drauf stehst. Aber so sieht das ganze Gerät jetzt erstmal aus. Das Ganze jetzt noch mit Käse überbacken ist. Uff, Alter. Und gerade frisch aus dem Ofen. Guck mal, wie warm, ey. Bisschen Käse, bisschen Bues, bisschen Ravioli. Die große Frage ist, warum könnte es nicht schmecken? Also es ist wirklich nur noch ein Kick von heftigen Fettsachen, ne, die natürlich das Ganze einfach nur noch hochhauen. Aber ist vielleicht mal was für einen kleinen lustigen Abend, wenn man es ein bisschen aufwendiger haben, aussehen haben möchte zumindest. Mm. Boah, das ist ein heftiges Frühstück. Boah, aber natürlich heftig von der Wucht, ne? Käse, Wurst, Ravioli, aber ist natürlich geil, also schmeckt heftig. Ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Salz reinmachen. Es ist wirklich wenig Salz und Pfeffer drin gewesen. So scharf war es jetzt auch nicht. Die Portion auch nicht. Aber ist ganz geil, auch mit den kleinen Cherry-Tomaten, weil die so ein bisschen süßlicher sind. Dann hat man nochmal so einen Kick, wenn man so eine Tomate mit erwischt. Kann man auch ein bisschen größer lassen, natürlich die Stückchen. Ist bei mir jetzt so ein Ding, dass sich die Tomaten so ein bisschen da so drin auflösen. Mega geil, kann ich nur empfehlen. Das war mal so eine Folgengeschichte. Ich habe mir bis dato 8, 9 Rezepte irgendwie ausgedacht und vielleicht sind auch noch ein paar ganz lustige Sachen dabei. Vielleicht auch interessant für die nächste Zeit. Ich werde mich auf jeden Fall dran probieren. Wir sind uns noch nicht 100% sicher, wie wir das Ganze nennen. Ich glaube, das heißt, also wie gesagt, ist jetzt keine neue Idee, ne? So, es gibt, heißt immer normal Pimp die Dose oder irgendwie sowas. Gab's mal, habe ich auch gesehen. Dann gibt's, weiß ich nicht. Aber ich würde es ganz gerne vielleicht Level Up nennen. Könnt ihr ja mal dazu sagen. Ihr habt es jetzt sowieso schon gesehen. Das Ravioli, Dosen-Ravioli Level Up, Alter, zum Ravioli-Auflauf. Also, hat auf jeden Fall sein Level Up verdient. Kann ich nur für gut heißen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu dabei wart. Das würde mich natürlich sehr freuen, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Die Glocke würde ich natürlich auch immer schön aktivieren. Ansonsten mache ich momentan nach wie vor jeden Tag einen Podcast mit meinem geschätzten Kollegen Fischkopf zusammen.
für euch, damit ihr euch die Zeit ein bisschen vertreiben könnt. Da gibt es jeden Tag ein Quarantäne-Quickie und das jetzt schon seit über einem Monat. Schaut auf jeden Fall rein, ist alles in der Beschreibung verlinkt, gibt es auf YouTube und auf Spotify und kauft mein Merch und tschüss, bis zum nächsten Mal. Weird, weirder Flex gerade. Oh, tschüss. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss!